5 seconds remaining. Reserve time. So. Willkommen zurück. In der Think Fast Razor League. Zum dritten Gruppentag in der Gruppenphase zwischen 0+4 und Smash It, beziehungsweise ehemals Road to TI5. Smash ist Messername, dementsprechend bleibe ich mal da, obwohl die Leute das noch ein bisschen auf der ESL-Seite ändern sollten oder ändern müssen halt eben. Aber anyway, wir haben als erstes von 0+4, die eben richtig einen Sack bekommen hatten, jetzt erstmal Jakiro-Bun und immer noch die Visage-Bun. Und Smash It, Bun, Ogre und Razor. Also mit sowohl Death Prophet drin, als auch Titan da drin, als auch Fear drin. Und Smash It nutzen es erstmal, um einen Brewmaster zu picken und wahrscheinlich eine Krobelus vielleicht noch. Einfach weil sie so imber ist. Brewmaster kann man safe lane oder sowas. Würde ich mir durchaus vorstellen. Aber erstmal Witch Doctor Titan da. Hier von 0+4. Als doch sehr. Ja, sehr stabile Lanes, aber auch mit viel mit Teamfight halt. Mit dem Witch Doctor Ulti Ravage. Hat eben nicht so gut funktioniert. Aber werden wir halt sehen, ob es jetzt hier funktioniert. Tja, und tatsächlich Brewmaster Send, okay. Haben halt eben gesehen, okay, Midgame haben wir. Außerdem, Brewmaster Send ist halt schon wieder so ein relativ schnelles, gutes Midgame-Lineup. Und es ist halt die Frage: Titan oder Witch Doctor? Da müssen jetzt auf jeden Fall halt auch noch ein bisschen mehr mit Game gehen, sonst sehen wir hier ein zweites Game 1. Denn Brewmaster Cent ist halt schon richtig viel Aggression. Depressiv versucht das halt das Beste, erstmal diese Pocket Strat von Smash It weg zu bannen, mit der Draw noch raus. Aber ich glaube, die haben da noch ein bisschen was anderes da noch verfügbar. Ja, Viper raus. Vielleicht eine Death Prophet sollte hier eigentlich noch gebannt werden. Also, weil wenn nicht, dann kann das durchaus viel Aggression sein. Es könnte aber auch sowas wie ein Liken rauskommen, wenn sie da früh Action machen wollen. Es ist doch einiges noch an Kombos drin. Sowas wie eine Mirana, finde ich mir noch vorstellen. Halt einfach irgendwas, was halt Pickoffs macht, was früh pusht, was Druck macht, weil das scheinen die Menschen von Smash doch drauf zu haben. Tja, aber noch ein bisschen Zeit. Lassen Sie sich. Naja, haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Was würde ich bannen? Ich weiß es nicht. Ich würde einen Death Prophet bannen, tatsächlich. Also, sie können die safe lane. Und das ist halt genau das, was sie im Push brauchen. Und können sie eigentlich reinpacken. Lycan ist halt die andere Möglichkeit, die durchaus noch da gewesen wäre. Vielleicht wollen sie aber auch die Death Prophet jetzt einfach selber picken. Was halt ein super Pick für 0+4 hier wäre. Ich glaube, es gäbe eigentlich keinen besseren. Weil. Das ist halt der Grund, warum Death Prophet First Ban ist. Ist es halt nun mal so. Wir sollten hier definitiv einen Death Prophet picken oder einen Void als Safe Lane Carry vielleicht, weil Death Ward Ravage, es passt halt einfach super. Würde ich das picken. Mal schauen, was sich Zero denkt. Oder Team G, der hier die Picks und Buns übernimmt. Reserve Time. Aber gut, lassen sich doch sehr viel Zeit. Weiß ich nicht, was gegen den Death Prophet hier spricht. Oder gegen, ja, dann Void ist halt so die Sache. Eigentlich gerne Offlane, aber ein Carry Void funktioniert auch ziemlich gut. Als Midlaner, ich weiß nicht, was halt sonst noch drin ist. So ist ein Pack oder so, als Midlaner oder halt Morph PA, je nachdem, was man halt spielen will, ist natürlich schon möglich, aber ich weiß nicht, Death Prophet ist halt einfach mal ultra hardcore stark. Und es geht tatsächlich mit dem Bristleback als Core. Der, ja, doch früher kämpfen kann. Bristleback Core somit. Sehr cool. Und wahrscheinlich vielleicht sogar für die Mitte gegen den Brewmaster.
Er könnte jetzt Mächte durchaus sagen, okay, wir picken uns noch eine Crop. Aber es ist erstmal der Rubik hier nochmal. Ravage ist da, Deathward ist da. Warum nicht? Quasi wie eben, nur wobei die Space Seeds tatsächlich keinen Impact im letzten Game hatten, weil sie zu früh gepusht hatten. Weiß nicht, was war Rubik Level 7 oder so? Zwei meine Ice Armor gekriegt und das war's. Hat Lich auf jeden Fall auch aufgepackt, passt, dass er dem halt keinen Frost Blast oder keinen Sacrifice gegeben hat. Wobei Sacrifice auch nicht so gut wäre beim Pushen. Ja, Krobelus ist immer noch drin. Möchte ich dir mal anmerken. Aber Klinks. Ja, Früh fighten. Das sollte jetzt auf jeden Fall doch okay sein. Es sei denn, Bristleback stirbt am Anfang zu oft. Oder Klinks kriegt keinen Farm. Das wären halt so die Szenarios, wo ich mir denken könnte, dass durchaus das Smash-Lineup genauso funktioniert wie letztes Mal. Aber wahrscheinlich erstmal einen Carry und einen Support noch picken. Das wäre so das standardmäßigere. Und es geht halt mit einer A. Sehr pick-off-orientiert und doch teamfight-mäßig gut dabei. Würde ich jetzt mal so sagen. Centaur und Brewmaster sind halt beides Blink-Dagger-Helden, die gerne mal Solo-Kills holen. Und mit dem Ice Blast ist es natürlich wesentlich scarier. Slada wird gebannt. Und ja, Zephyrus, wir sehen schon, okay, wahrscheinlich kommt ein sehr aggressiver Carry raus. Wobei ich mir mit Slada nicht so sicher wäre. Triple Melee Core Strat weiß ich nicht, ob das gegen Bristleback Titan da so eine gute Idee wäre. Auch gegen Witch Doctor nicht. Also, Sven wäre halt noch die Alternative da drin. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Es ist auf jeden Fall eine Strat, aber sie ist halt relativ einfach konterbar. Sie sind ziemlich einfach kitebar. Obwohl sie bisher noch nicht so viel Slow haben. Sie haben halt den Vorteil, dass sie halt einfach rein und überrollen können. Aber Ravage Death Wards sorgt halt auch ziemlich schnell dafür, dass man sich repositionen kann und halt auch weit drin ist. Eine Undying. Ja, mal schauen. Support. Puh. Fällt mir jetzt nicht so richtig ein. Klar, eine Venge von eben ist noch in meinem Gedächtnis drin, weil sie eben erst war, aber ansonsten. Last Pick. 12 Sekunden Zeit. Puh. Ja, mal schauen, was sie picken. Oh, und es ist ein Altdoom? Nee, es ist ein Support Tidehunter, okay. Selten gesehen. Mal schauen, ob ich es selten aus dem Grund gesehen habe. Doom Offlane oder Doom Solo Lane? Tidehunter, Witch Doctor, Bristleback, Aggro Lane und Klings Mitte oder Doom Mitte, Bristleback Mitte, Tidehunter Mitte. Auch sehr viel Melee, muss man dazu sagen. Aber halt auch. Der Doom ist halt schöne Möglichkeit, gegen den Brewmaster den auszunehmen. Muss aber wieder auf den Rubik aufpassen. Sollte das also in der Ravage tun. Ravage Doom und dann. Keine Ahnung, Level Death auf dem Rubik. Ja, Zephyrus wieder kann gefallen, gefällt mir. Hat Möglichkeiten. Ziemlich viele. Die Frage ist halt nur, ob es funktioniert und ob auch einfach von der Laning Stage halt das so weit kommt, dass man da Möglichkeiten hat. Weil letztes Mal nicht so, weiß ich nicht, nicht so überzeugend halt hier, besonders weil die Lanes mit Dual Lanes gegen den Center Warner halt ziemlich schnell auseinandergefallen sind. Und sie halt einfach tot gepusht wurden vom Jakiro. Muss man jetzt sehen, wie das halt aussieht, wenn sie nicht so wirklich frühe Tower bekommen. Weil durchaus halt frühe Kills mit dem Brewmaster doch eigentlich garantiert sind. Brewmaster Split hier. Ist diesmal nicht so garantiert, weil alles tanky Helden, die in die Mitte gehen könnten. Außer Klinks. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dass er in die Mitte geht. Und es ist ein Wraith King als Carry als letztes. Also doch eine Melee-Strat. Ja. Gut. Seit. Immer halt unsicher, weil.
Der hat schon alles Mini, es kann nur gut funktionieren. Naja. Wir werden sehen. Ich habe irgendwie gerade vergessen, was ich sagen wollte, von daher lassen wir das lieber. Müssen sich noch besprechen, wie sie es machen. Meshits sind da früher ready. Ten seconds remaining. So, jetzt haben sie alle gepickt. Dann geht's da los. Also, auf der Seite von Smash geht's jetzt erstmal in den Dschungel rein. Aber erstmal eine Pause von Doom. Introducing Wamboka, Wamoka Rambo. Ja, Bramo. Ich nenne ihn Wamboka Rambo. Das klingt viel besser. Abend Center Warner, der wahrscheinlich auf die Offline gehen wird. Boots First wieder. Hat ebenso gut funktioniert. Vectess, Wipska und Only FTW. Only TNT FTW. Wie auch immer. Auf der Ancient Apparition. Schöne Trident zusammen hier. Schön die paar hier zusammen. Und dann zu guter Letzt Juicy J auf dem Brewmaster, der in die Mitte gehen wird und eine sehr, sehr Early Bottle wahrscheinlich zu sich nehmen wird. Das sind von 0 plus 4. Haben wir jetzt beide, die schon losgeht. Aber. Ja, sehr viele Möglichkeiten, hier die Lanes zu machen. Mal gespannt. Aber Rissaback scheint es wohl zu carryen. Auf der Top-Lane. Wir haben einen Doom, der im Wald oder Mitte geht. Und auch erstmal in den Wald. Dread auf dem Titaner, Zero auf dem Klinks und Team G auf dem Witch Doctor. Mal schauen hier. Dread hat auf. Ja, hat nicht wirklich Support ein, ist so richtig. Mal gespannt. Hier kommt Smash. Werden sehen. Ruby geht first, Boots first. Und schaut, ob er da einen Lift bekommt. Und er bekommt einen Lift. Aber will eigentlich nicht den haben, aber. Gut, ihn jetzt. Sie hat er vergessen, nach hinten zu werfen. Kommen schon die Pings raus, das war bitter. Und das war auch die Aggression. Auf der Seite von Smash. Großer Fehler hier von Wipska. Weiß nicht, was er da. Warum er das da verkackt hatte. Aber. Ist passiert. Sein Team hat ihn eingepinkt. Ne, das hat er selber. Er selber hat sich angepinkt, okay. Vielleicht gab es da Lag oder vielleicht hat er da sich verklickt. Naja. Aber umso mehr Glück für 0 plus 4, dass da hier nicht der Bristleback einen eher früheren Tod gestorben hat, obwohl er halt seinen Back da hinten hatte. Obwohl er halt seinen Bristleback geskillt hätte. Wahrscheinlich wäre da nicht so viel passiert. Aber eventuell ein zweiter Stun auf dem Wraith King, ein zweiter Stun aus dem Center Warner, wäre da halt sehr, sehr schnell ein Kill geworden. Aber auch wie letztes Mal, wo es Team G war, der auf der Ancient Apparition überlebt hat. Ein weiteres Mal knapp vor dem First Blood. Tja, und Zero tatsächlich in der Mitte. Also ja, Zero ist in der Mitte, aber links in der Mitte und der Rest sind Melee-Lanes. Titaner geht tatsächlich auf die Offlane und wir haben einen Jungle Doom. Das ist mal greedy. Bambo Karambo mal wieder auf der Solo-Lane, aber gegen Bristleback. Bristleback kann er doch schon wesentlich besser gegen ihn klarkommen. Außerdem ist der Witch Doctor doch eher im Solo früher zu gebrauchen als so eine Ancient Division. Und es wird vielleicht dann auf der Hinsicht dort besser laufen. Passt jetzt auf. Schauen wir uns mal die Mitte an. Links hat natürlich auch einigen Harris daraus. Aber auch ein bisschen ausweichend mit dem Brewmaster. Hat seine frühe Bottle. Damit halt auch erstmal okay dagegen. Last jetzt sind sie halt bei 6 zu 1 gegen 6 zu 1. Vollkommen even. Der Top-Lane hat der Centaur ein 1 zu 2. Also doch schon ein bisschen was. Die Offlane aber im Gegensatz zu eben nichts. Muss man dazu sagen. Doom jungelt. Hat auch schon einen relativ coolen Creep am Anfang gefunden. Um halt auch ein bisschen zu denken, mehr Damage zu bringen, aber das ist halt auch sehr mana-intensiv. Und unten Ancient Apparition. Whoopsala. Ja, ich wollte schon sagen, der ist aber ziemlich low gegangen. Aber Zero auch, und oh Gott, wenn er da halt oben nicht die Vision verloren hätte, diese Creepy ihn umgebracht, glaube ich. Das ist bitter. Aber gut gemacht. War knapp. Aber Zero holt sich das First Blood. Wahrscheinlich hier bald seine Bottle bekommen? Nee, es ist okay.
Sollte. Weiß nicht, was er da oben jetzt will. Werden auch die Creepwave wahrscheinlich haben und dann. Zurück mit einem Skeleton Walk, um schneller zu sein. Nee. Da lässt er sich auch einfach eine. Na gut. Lässt er sich das bringen und dann passt es. Hat sich einige Tangos geschert. Aber ja, Zero in der Middle Lane funktioniert relativ gut. Aber Boom Master farmt halt auch weiter. Zur Top Lane haben wir einen Center Warren, der hat immer ein bisschen CS bekommt, aber doch gegen den Dual Lane noch relativ wenig bekommt. Aber das ist halt auch der Bristleback. Das ist komplett auf Regen und Bristleback hat die Lane erfolgreich übernommen. AGDF farmt hingegen aber noch besser als der Bristleback. Ja, aber wesentlich mehr Denies hat. Jetzt wollen sie einen Go machen auf den Tidehunter. Die Frage ist halt, ob er da wegkommt. Muss sich hier durchfressen. Aber kein Entkommen für ihn. Dann kommt rein und der Damage ist vorhanden. Und Fake Death. Na, ein schöner Brischen. Kriegt hier den Kill auf den Tidehunter. Haben wir durchaus sehr viel Zeit verschwendet. Und auf der Top-Lane wird jetzt Center Warner auch down gehen. Ah, Stick Charges. Ja. Ah, der letzte Hit hat das verkackt. Das war sehr, sehr knapp. Aber das habe ich mir schon vorher gedacht. Okay, Witch Doctor hätte hier eigentlich den Witch Doctor hätte noch bekommen können. Dass er tot ist, weiß er eigentlich schon auf jeden Fall. Aber hat sich zu spät für den Witch Doctor entschieden. Brewmaster Buttercrowd. Klings hat wohl nicht bekommen, ist somit relativ low. Und Brewmaster kann wieder seine Lane übernehmen. Tidehunter stackt erstmal Ancients. Oder kam zu spät, um Ancients zu stacken. Sehr schade für ihn. Aber wird auch, kann man noch nicht wirklich auf die Lane kommen. Das wissen sie anscheinend und rotieren jetzt erstmal. Und wir sehen hier einen D-Ward. Von Ancient Abrition, aber kein Ward, um den Doom im Auge zu behalten. Der Ward reicht da nicht weit genug. Und dann haben wir jetzt quasi zwei Jungler. Weiß nicht. Der Doom farmt halt. Bin halt nicht sicher, ob da nicht vielleicht mal der ein oder andere Smoke in den Wald gehen sollte, aber ich glaube mit Brewmaster Level 6 wird das auf jeden Fall passieren. Mit Level 6 bekommen und dann wird er da einfach solo reingehen und mal schauen. Mal einen Kill bekommen. Aber halt auch den Klings, der gar keinen Mana hat. Oh oh. Wenn ihr das hier seht, dann. Ja, wenn er hier gecatcht wird, ist er halt ein ziemlich schneller, toter Klings. Muss also auf jeden Fall hier aufpassen. Ja. Hier unten Wraith King kriegt den Support von TMG. Kriegen eine schöne Cast, die schön bounced hier. Und er hat keinen Ulti, aber hat noch eine Salve, die er benutzen könnte, wenn es denn knapp worden wäre. Aber wurde es nicht. Doom bereitet sich hier vor zu rotieren, ist aber auch nur Level 5. Aber riecht halt, dass hier bald ein Go gemacht werden will. Andererseits, was kann Doom tun? Bin ich mir nicht sicher und wartet vielleicht auch einfach nur auf die Rune. Laufen, Doom wird hier gesehen. Findet eine Illu-Rune, die halt natürlich fürs Jungle richtig geil ist. Aber oh, Center Wall, ne? Muss jetzt hier sein Speed benutzen oder er stirbt. Na, natürlich. Turnt hier tatsächlich mit dem Speed. Was muss er richtig aufpassen hier? Denn da ist er halt absolut nicht rechtzeitig. Mal ein bisschen Panik hier. Immerhin finden sie den Titaner, der jetzt hier relativ einfach down geht. Hier den Doom auch, aber ist halt nur ein Center War, ne? Der halt dafür nichts hat. Versucht das Ganze ein bisschen mit dem Zen zusammen zu machen, aber hat seinen Stun da leider nicht richtig gesetzt und bezahlt dafür mit seinem Leben. Hätte durchaus das so stunnen können hier unten hin. Hätte ich gedacht, dass er halt nur den Doom stunt und die Creeps hätten hier halt weiter angegriffen. Dann hätte das eventuell vom Damage aus reichen können. So war es halt nicht genug. 2 zu 3. Hier von beiden Seiten aus. Aber Ganks kommen auf Dings.
Das ist poppt. Das ist ein ziemlich toter Zero. Pop vom Rubik als erster Hit. Macht Faceboots für Brewmaster, der jetzt auf dem Weg zum Blinkdagger ist. Supports sind auch mit Level 4 gut dabei eigentlich. Und 3 zu 3 auf dem Board. Wesentlich mehr Even. Und auch deutlich aus ein bisschen Action. Schön zu sehen. Und Midas für Doom. Wahrscheinlich für den Wraith King eventuell auch Midas, aber wahrscheinlich nicht. Dafür sind sie zu aggressiv erstmal. Aber der Dschungel scheint sich auszuzahlen. 3 zu 3 für einen Jungle Doom. Das ist nicht schlecht. Halten sich relativ gut dafür. Invis-Rune für Tide Hunter. Funktioniert ja super. Und wahrscheinlich in die Mitte rotieren. Hat er eine Ravage? Ja, hat keine Ravage. Aber Doom auf Brewmaster. Und ich glaube nicht, dass er das überlebt. Besonders weil der Tide Hunter noch genau rechtzeitig reinkommt. Und die Arrows natürlich auch. Sehr gut fliegen. Aber eine Rotation für den Supports hätte einen relativ einfachen Deny machen können. Und es tatsächlich überlebte das noch. Oh, das war richtig knapp. Jetzt kommen die Supports und Brewmaster wird direkt turnen. Lift, Smash und braucht man nicht mehr sogar noch einen Split machen. Schön executed. Aber auf der anderen Seite, ja. Rotations, die sich ausgezahlt haben, doch. Und Titan da musste leider mit seiner Invis-Rune wieder abhauen. Konnte sie nicht wirklich einsetzen. Aber, Last of the Nice und noch Even. Deadworth auch, wobei Doom halt jetzt schon relativ gut zulangt. Einfach weil er die ganze Zeit umgestellt im Wald ist. Midas Devourer. Sollte man den definitiv nicht unterschätzen. Andererseits, Titan, da hat er 0-2 in den Last Hits und da ist halt im Networth Head Center War schon wesentlich besser dabei. Ist halt gerade ein Support-Tide. Muss man ganz einfach sagen. Ja, Level 4 noch. Dann doch ein Support-Tide. Unfreiwillig, aber hey. Muss ja mal gucken, ob er den Pull schafft. Dann hat er im Endeffekt einen Double-Stick. Nach 10 Minuten ist es trotzdem nicht da. Nowhere near da, wo er sein wollte. Aber jetzt kommt Zero. Und das sieht schlecht für die Ancient Evolution aus. Oh, wird sogar noch ein Doom gepoppt. Ob das so nötig war? Naja. Base created, würde ich jetzt mal sagen. Mit der... Klickt der direkt auf dem Scroll Wheel hier an. Cast Bounce, aber... Kein weiteres Mal drauf. Außerdem... Ja. Ja, wahrscheinlich auch so nicht ganz geklappt. Das Netz hingegen ist ziemlich gut jetzt, einen Zeta oder sowas abzuhalten. Und viel mehr Stunts haben sie auch nicht. So ein kleines Problem dafür. Aber der erste Split müssen wir noch sehen. Andererseits 0-1-2, zwei Kills schon geholt. Bisher braucht er den Split nicht so wirklich. Und ist auch schon so gut auf dem Blinkdagger dabei. Schöner Stun, verhindert hier Schlimmeres. Aber es wird gedived. Und jetzt können sie vielleicht ein bisschen aufextendet haben. Aber kein Follow-up da. Kein Chase ist da. Und die Stampede ist halt auch nicht da. Aber kommt der Wraith King. Erstes dann ist da. Damage versucht da reinzuhauen. Und es reicht nicht ganz. Und Brisbane holt sich schon die AA. Jetzt müssen wir gucken. Mehr Support kommt rein hier. Doom wird low. Und wird nicht down gehen. Aber Center Warner geht down. Nasal Goo wird aktiviert. Aber Brisbane ist halt viel zu fett. Und erledigt sich auch hier des Rubiks. Nächste TV kommt rein, weil Brewmaster von rechts unten kommt. Muss schauen, aber hier... Na, das ist nicht Brewmaster, das ist ein Wraith King, der jetzt wieder umgedreht hat. Aber es schafft auch nicht, den Bristleback zu killen. Und wird halt hier sehr mich laufen und links gemacht. Der ist hier, wenn schon die Ancient Britain kommt, noch ein Hit. Wird da nicht... reicht nicht. Ah, versucht. Ja, hat er gesehen, okay, ist ein bisschen zu greedy. Außerdem wäre das dann schon... Nicht ready, aber krasser Teamfight, aber wollte nicht sein. Wäre ihnen da richtig übel. Hier Smash. Und das wirft sie doch schon weit zurück. Brewmaster ist jetzt hier drin, wird gedoomt und mit dem Death Ward relativ einfach down gebracht. Und ein Tower Deny. 0 plus 4 liegen hier richtig von vorne und haben ja schon einen großen Vorteil rausgeholt.
ist durchaus möglich, dass sie hier das 1-1 beenden. Und das ist schon ein relativ guter Vorteil und die Pickoffs und die Teamfights laufen wesentlich besser als im ersten Game. Verhalten sich halt auch wesentlich kompetenter und als Team. Keiner kommt rein, hat Ravage, aber kein Mana. Und Impede wird benutzt, um hier rauszukommen. Bevor er irgendwie die Ravage trifft, beziehungsweise um die Ravage zu outrunnen. Nächste D-Ward von Ancient Abrition. Oder zweite oder so. Bin ganz gut dabei. Rubik hat hier tatsächlich einen Devourer gestohlen. Das ist nicht schlecht. Das ermöglicht hier mal einiges zu machen und auf der Top-Lane, auf der Bottom-Lane. Vorteil hat er. Geht hier gegen den Brewmaster Split Down. Aber viel mehr passiert halt auch nicht, weil Bristlebeck ist gerade viel zu fett, um irgendwas dagegen zu tun. Rubik wird das wahrscheinlich jetzt die Wahl noch ein bisschen behalten. Denn für einen Rubik, also für einen Support, ist ein verdammt guter Spell. Und sollte jetzt hier auch in den Wald gehen, um da was zu devouren, anstatt nichts zu tun. Ab jetzt bis zum Carry. Und einfach Wurf, nice. Warum hat er jetzt... Level 4? Warum hat er nicht den großen geholt? Nicht sicher. Aber anyway, Tower-Vorteil ist ja trotzdem noch bei Smash. Mitteltower ist halt down. Aber... Zeit beginnt jetzt für 0 plus 4. Er hat auch aus dem Vorteil, jetzt was zu basteln. Nimmt die Sachen Teamfight und so. Okay. Und sein ist ein Smoke. Und da werden sie schauen. Haben hier eine Doom Illusion? Oh, das ist bitter. Gehen hier komplett auf alles rein und haben voll daneben gehackt. Was dachten sie, dass der Doom, wenn der so steht, was es ist, und haben schönen Smoke geblowt, um da reinzugehen. Schön gelaufen für 0 plus 4. Und das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Red ist auch schon relativ nah jetzt da dran an seinem Blinkdagger. Dafür, dass er so weit unten war und so wenig tun konnte. Aber hat jetzt ein bisschen auf der Top-Line Space bekommen. Jetzt hier auch ein Stack. Na, hat er keinen Stack. Na gut. Aber erstmal 0 plus 4. Gehen hier auf den Mitteltower. Und ja, Bristleback. Was sollen sie gegen Bristleback tun? Hat zwar noch keinen Vanguard. Was ich ein bisschen überrascht. Aber immerhin schon eine Drums. Jetzt gehen sie rein und mal schauen. Erster Lift, das sollte dann doch einen Tod gegeben, obwohl sie sehr dafür kämpfen mussten. Und die Cast ist mal wieder super. Doom ist draußen auf die Ancient Abrition. Es war bitter, dass er da das Voodoo Restoration hat, anstatt ein bisschen gewartet hat für das Doom. Aber es rettet ihm das Leben hier. Muss hier zurück, hat aber den Lift. Wird wahrscheinlich jetzt hier... Ja, schön... Schöner das, der noch gerade so in einem Limit klippt. Und muss da mit dem Fadeboard den Kill securen, bevor da die Ancients noch mehr machen. Auf der Top-Lane hingegen, blinder Hit und oh, muss hier tatsächlich noch auf ein Leben runter, aber hat kein TP. TPs kommen. 2, 1, Clip, Risse weg. Ah, das ist ja gut getan, dass er dann hier nicht... Ja, sollte auf jeden Fall blinken und jetzt rausgehen. Oh, die Creeps? Nein. Ich muss sagen, hat ein bisschen gewartet und hat doch sehr gut gemacht, dass er halt möglichst weit hier oben ist und halt nicht von einem von direkt Quills vom Bristleback hier abgespiked wird. Aber 9-9. Smash kommt zurück. Blinkdagger für Rubik. Ach du Scheiße. 16, knapp 17 Minuten Blinkdagger für Rubik mit Mana Boots. 4-1-3. Mit einem Devourer. Richtig fett. Nicht schlecht, nicht schlecht. In Ancient Abrition hat Brown Boots und nicht mal... Ja, nicht mal die Urne da. Das ist halt wiederum nicht so schlecht. Nicht so gut, aber dafür kann er jetzt Rubik Rewards kaufen.
ein Ward da. Und auf der Top-Lane haben wir den Wraith King, der den Go macht. Aber vielleicht doch nicht. Hätte ich durchaus gedacht, dass er da vielleicht seine Reincarnation benutzt. Ist auch der Level 2. Hätte er sich also durchaus reinwerfen können. Besonders weil der Supporter kam. Aber doch vielleicht erstmal etwas passiver. Beide Uhren kommen zur gleichen Zeit, von daher sage ich jetzt mal nichts. Ups, das war der falsche. Den falschen attackiert. Aber gut. Ancient Aberration kriegt ihr noch mit dem Space, um Level 6 zu bekommen. Wenn sie dann nicht gegen die Klinks stirbt, aber dieser Creeps macht das Level 6. Ja, muss sie sich jetzt sehr zurückziehen. Aber sollte es schaffen. Kommt da weg. Aber Ice Blast hittet und hat den Mitschnitt gehittet. Sehr schön, aber Centaur geht hier down. Trotzdem aber ein 3:1 Trade. Was sehr, sehr gut hier für Smash lief. Überzeugend, hat auch mit dem Ice Blast genau rechtzeitig fertig geworden, dann eine Go gemacht. Schön durchgezogen und ein Tower für Smash hier. Der Bottlenane versucht halt dann verzweifelt seinen Link-Dagger zu bekommen. Die Frage ist halt, dadurch, dass halt demnächst der Tower hier unten angegangen wird von Smash, muss er halt da auf jeden Fall aufpassen, dass da nicht, dass er da nicht das nächste Ziel ist und er zieht sich schon weit zurück, wenn ich mir den letzten, den Last Hit daneben. Und ist generell sehr defensiv. Ja, 1900 und die ersten TPs kommen. Ist bitter, besonders weil er die Last jetzt auch nicht wirklich bekommt. Centaur ist jetzt hier und sehr scared. Sehr scared. Teilweise zu Recht, aber da so, so wieder Leute oben zu sehen waren, vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen zu extrem hier. Ja, 200 Gold noch für den Blinkdagger. 300 Gold. Besonders weil er jetzt halt auch unbedingt braucht. Seit vor dem Teamfight muss dieser Blinkdagger rauskommen. Von daher ist es jetzt für Dread imperative, dass er hier noch ein bisschen abräumt. Der war wichtig und diese Creep Wave sollte ihn auch voranbringen. Deshalb sollte er halt unbedingt den Tower nicht die ganzen Lasts wegnehmen lassen. Die 4 sollten noch reichen. Was macht der da? Der will farmen. Na, so funktioniert das aber nicht. Und immer noch kein Blinkdagger für Dread. Das verzieht sich und die nächste Creep kriegt er nicht mehr. Er muss dann seinen Farm ändern. Weil ich glaube jetzt... Ja, muss er die Engines machen. Keine andere Möglichkeit für ihn, um das Geld zu bekommen. Und sie können hier, ja... Können halt versuchen zu verhalten, aber es ist halt sehr, sehr greedy. Weil davon ist alles unreliable Gold. Und das wird er komplett verlieren, wenn wir hier einen schlechten Teamfight haben. Aber es ist ja die Möglichkeit, halt gut von der Seite aus ranzukommen. Jetzt kommt er rein, Ravage, aber beide rausgeblinkt. Schön gemacht natürlich von 0+4, nur die Leute mit dem Blinkdinger vorne zu haben. Und ja, ein Schnitterbüschen farmt. Dann halt mit dem Ice Blast. Macht sowieso nicht viel mehr. Sehr greedy von Zero auch hier, dass sie hier keine Sentries haben. Ist richtig böse. Aber schöne Ravage hier. Und gesteht und Ravage! Super gemacht von Witzka hier. Und den quasi das, den Teamfight alleine verliert. Wird hier gedoomt, aber. Okay, geht hier dafür auch down. Aber trotzdem ein Rubik getradet. Zu 4. Und Zero ist halt immer noch in der Ecke und hatte nicht wirklich einen Impact gehabt. Schöner Dodge hier von dem Brewmaster. Wait. Sitzt hier vielleicht in den Agency hinein, aber nicht möglich. Zero ist noch hier. Es ist ein bisschen greedy auch, dass Smash hier keine Sentries dabei hätten. Jetzt hätte der Teamfight wesentlich schneller ausgehen können und Zero wäre quasi vor dem Beginn schon tot gewesen. Aber wunderschön, dass sie vom Rubik Blinkdagger genutzt. In die noch laufende Ravage gesprungen. Die Radial nach außen, der größer wird und dann Ravage gestohlen, den richtig die Teamfight umgeturnt, Ice Blast kam rein, dann war auch schon die Teamfight vorbei. Und das ist bezeichnend dafür, was gerade passiert. Smash holen das Ding zurück. Durch gute Teamfights und richtig schöne Plays. Eben konnte das halt einfach nicht. Im letzten Spiel war es halt vom. Oh, Dings ist auch gestorben jetzt hier. Ist böse. Also im letzten Spiel war das halt vom Draft relativ eindeutig. Und obwohl sie plus 4 nicht so schlecht gespielt haben, haben sie auf jeden Fall irgendwie die Teamfights nicht so gut exekutieren können. Das ist jetzt besser, aber Smash executed einfach noch viel besser.
Das sind keine Fehler von 7 plus 4, sondern halt richtig gute Plays von Smash, die sie hier voranbringen. Muss man so einfach sagen. Beide Teams spielen gutes Dota, aber bisher scheint es, als ob Smash besseres Dota spielt. 20 Minuten Blinkdagger und Smoke. Von daher das Timing 40 Sekunden und dann wird weitergemacht. Aber finden jetzt hier noch Spidey. Ice Blast hittet und das ist ein Tod im Bristleback, aber mehr durch diese schöne Cast wird wahrscheinlich nicht passieren. 5 Sekunden für den Dagger. Glaube ich nicht. Außerdem Lift auf Cooldown. Wird schwierig, aber sie gehen hier trotzdem rein. Sie wissen, dass Ravage noch down ist. Und diese Cast macht einiges kaputt. Restoration, aber ein Doom. Während Voodoo und Restoration an ist. Oh, oh, oh. Wenn hier, ja. Interessant. Also wenn der Centaur ihn da nicht geblockt hätte, wäre er halt locker rausbekommen. Einfach weil die Restoration ihm da die Leben zurückgegeben hat. War ein bisschen arschig hier. Ich würde mal sagen, der Centaur hat den Rubik da getötet. Aber wird weit gedived. Wenn jetzt eine Cast kommt, so jetzt halt hier, dann ist es halt auch ziemlich ein Landtod vom Centaur Warner. Ja. Killings, mega Killstreak hier. Das sind halt immerhin Mana Boots. Aber ein fertiger Mjolnir für Wraith King. Networth 10.000, 9.000. Networth ist nicht so weit auseinander, aber der Wraith King ist halt sehr, sehr weit da oben. Midas auf Cooldown für Doom, Devour auf Cooldown. Ja, muss halt sterben. Spidey versucht hier im Bristleback, als Bristleback den Doom allein zu machen. Und kriegt jetzt hier Gesellschaft von Zero, der auch den Damage dann raushauen soll. Und ja, die Frage ist halt, ob es reicht. Weil Spidey ist relativ low. Aber jetzt ist Red da, um zu denken. Wir sehen jetzt hier, dass... kommt genau rechtzeitig rein. Ups! Und Radiant snatched! Oh mein Gott, Fake Death läuft einfach rein und... holt sich die Aegis, was ist das denn? Triggert sie sogar, geht hier komplett auseinander. Und Rubik hatte immer noch die Ravage, hat sie jetzt benutzt. Disconnect vom Titan, das ist bitter, der jetzt hier einfach wegläuft. Aber er hat die Ravage benutzt. Er hat sie hier gestohlen, ne? Ja klar. Noch wieder einen Ravage-Stil, war weit genug außen. Red disconnected hier, aber ich glaube, vom Pathing her läuft er so weg. Zero ist jetzt ein bisschen da drin, die Frage ist, haben sie Detection? Reconnect ist da, Detection ist auf der Seite von Rubik, der in 2 Sekunden dann wahrscheinlich einfach hier hinblinken wird. Zip. Und einen Dust auslösen wird. Von daher wird Zero wohl auch sterben. Bristleback entkommt daraus, aber gerade so. Von daher ist es hier wieder ein 1-4 Trade und sie haben Roshan bekommen. Dass der Wraith King da einfach reinrennt und den Roshan umbringt, das ist so Wahnsinn. Oh Mann. Da fällt so ziemlich viel für 0 plus 4 auseinander. Pech, Pech, Pech. Pech, Pech, Pech. Und auch die Grafen sprechen hier eine große Strenge auf 15.000 XP vorne. Networth 7.500, dass jetzt noch viel weiter hochgehen wird. Networth Kills, ja. Sieht nicht so gut aus. Schöne Sortierung auch hier nach Kills, Death Assists, die komplett auf der Seite von Radiant sind. 22.13 Levels sind von Radiant weiter hoch. Level 3 Split ist vorhanden. Ja, wird jetzt hier, okay, kriegt nicht mehr so mehr sein. Ach du Scheiße, was ist das für ein Crit? Aber er muss trotzdem noch seinen Dust poppen. Und wahrscheinlich einen T2 Tower für Smash. Infolge dieses wunderschönen Fightes. 1 zu 3 nur. Leider hat er überlebt das Ganze noch, aber. Aegis denied. Und richtig schöner Ravage. Eventuell behält sie sogar. Das haben wir hier. Und 240 Sekunden Cooldown, ja. Könnte durchaus jetzt hier noch die Ravage behalten. Wenn er es schafft, bis dahin zu beleben, natürlich. Und weitere D-Wards. An den üblichen Stellen. Tja. Gibt's gar richtig überzeugendes Rubik-Play. Ich konnte im letzten Spiel nicht so wirklich zeigen. Aber jetzt. Es ist top of his game. Definitiv.
Schauen, ob die Ravage behält. Ich gehe mal ziemlich stark davon aus. Man könnte vielleicht den Deathwood jetzt auch einfach nehmen. Aber schon wieder gedoomt. Überzeugendes Doom-Target und ja. Wird hier sogar die Stampede benutzt, um ihn zu retten. Auf jeden Fall sinnvoll. Und ich glaube, da kommt er weg. Könnte, ja, sollte. Kommt hier rechtzeitig weg. Könnte wahrscheinlich jetzt gleich dann noch Shadow Boost bekommen. Aber der Teamfight geht weiter. Bristleback stirbt wieder nach dem Buyback. Witch Doctor macht auch einen Buyback. Läuft hier relativ weit ran. Wurde Restoration schafft es nicht, den Klinks am Leben zu halten. Double Kill und alle leben noch. Ravage cool, in 40 Sekunden wieder down. Und sie finden jetzt sogar noch den Doom, der jetzt hier zu weit vorne ist. Too much Blink auf diesem Team. Und das ist ein T3 Tower. Und wahrscheinlich Rex. Denn ich sehe nicht so wirklich, wie sie hier deffen können. Titan hat Blink, aber Ravage ist noch 20 Sekunden aus und noch 20 Sekunden für Rubik aus. Der das dann halt einfach turnen wird. Ja, erste Rex down. Und sie ziehen sich jetzt zurück, sehen halt am Rubik auch, dass Ravage bald down ist und gehen hier einfach auf den T2 Tower. Und solange Rubik noch die Ravage hat, werden sie da erstmal nicht so einfach fighten können. Arganim ist jetzt auf der Ancient Aberration fertig. Level 2 Ultimate Arganim, das ist böse. Wobei es hier scheint, dass Rubik nicht rechtzeitig da an die Front kommt mit der Ravage. Dire's bottom tower is under attack. Was auch immer. So, nichts passiert, nichts verpasst. Weiter geht's. Wenn der Stream jetzt auf Färb stürzt, dann stürzt sie eben ab. So, Rubik braucht jetzt wieder ein Skill. Radiant Structures are fortified. Ansonsten. Radiant Structures wurden gefortified wegen. Achso, wegen dem Klinks, der hier versucht hat, zu backdooren. Ja, aber sollte nicht sein. Und nein. Jetzt geht's hier auf den Bristle weg. Wird da gehalten, bis das Ancient Aberration Blast da ist, aber zu spät für das AA Blast. Der Kill wird ohne sie passieren. Jetzt könnten sie hier eventuell turnen, haben Ravage und Brewmaster Split ist bald zu Ende. Doom wird hier gefunden. Und eventuell, ja. Ah, zu früh, Rubik. Hat den Doom nicht ganz rausbekommen. Ansonsten hätte das gut funktioniert. Cast bounced mal wieder. Und verhindert Schlimmeres für 0+4. Hier 20 Kills hinten sind. Networth-Aussage ist riesig auf dem Wraith King. Ganz nach der Blade Mail. Wahrscheinlich direkt auf AC geht. 25 Net Worth. Über knapp 35.000 XP vorne. Und das sollte hier eventuell mit dem Split Push von Fake Death auf dem Wraith King das Game bedeuten. Ein Kill ist noch drin. Ein Fight ist noch drin. Mal schauen, ob sie in diesem Fight 0+4 irgendwas tun können. Und Hit kommt rein und sollte auch den Tod für den Titaner bedeuten. Wraith King auf der anderen Seite. I don't care about stuff. Wird hier versuchen, den Bristleback noch down zu bekommen, schafft es aber nicht ganz. Wird jetzt auf Zero blinken. Wenn er einen Gem hat, hat er nicht. Schade. Und wird hier vielleicht, also wahrscheinlich down gehen. Im Trade für die Top Racks. Aber immerhin etwas. 0+4, dass sie den Wraith King down bekommen hatten. Auch wenn es halt, ja, eher nicht so relevant für sie war. Tja, Brewmaster hat schon in der C, von daher ist so auf Wraith King vielleicht eher sowas wie ein. Jetzt kommt die Ravage raus und immerhin Level Death. Schon etwas. Naja. Aber, ja, ihr seht schon. Das wird nix. Und das ist einfach der Deep Vibe. Und damit wohl auch das GG. Von 0+4. Hatten gut angefangen. Aber dann doch kamen die Teamfights raus und Smash hat einfach besser executed. Wunderschönes Rubik Play hat hier zwei Ravages gestohlen. Wobei eventuell die zweite Ravage wegen Disconnect war. Geht hier schönes auf Arganims. Direkt fertig gekauft. Ja, ja. Why not? Mal schauen, ob es noch vor Ende des Spiels bekommt. Wahrscheinlich nicht.
Aber 7 plus 4. Call noch nicht das CG. Und wenn ihr jetzt erstmal Fonten farmt. Als Resultat des Ganzen. Das Problem bei Fonten Farming ist halt, mit Ancient Apparition passiert ja dann sowas. Und das wird wahrscheinlich gleich nochmal passieren. GG, well played von Zero, dann doch nach 31 Minuten. Hat ein bisschen länger gedauert, hat auch wesentlich besseres Spiel auf der Seite von Zero plus 4, aber es hat nicht ganz gereicht. Schade, schade, aber gut gehalten. Gut gespielt. Aber wie gesagt, Smash waren einfach gerade das bessere Team. Gut, das beendet unser zweites Spiel zwischen Zero plus 4 und Smash, beziehungsweise auf der ESL Road to TI 5. Ich versuche diesen Close-Button unbedingt zu finden, aber da ist er. Ja, das beendet das. Wir haben jetzt 19 Uhr. Um 20 Uhr geht es hier weiter mit Chili Willy gegen X. Ich glaube, Genuine gegen Chili Willy, wie ich es im Kopf habe. Aber das steht auch gleich auf dem Stream. Ich bin Sisterson Dota und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet in einer Stunde wieder ein. Beziehungsweise schaut euch das nächste YouTube-Video an, je nachdem, welche Plattform ihr gerade schaut. Bis dann, auf Wiedersehen.